Abonnieren nicht vergessen. Moin, Mahlzeit, Freunde des schraubenden Schlüssels. Heute mal das erste Vlog hier mit meiner neuen Kamera. Also nicht nur die GoPro, sondern tatsächlich wieder eine neue. Ich weiß gar nicht, wo ich die GoPro jetzt habe. Also hier, ne, was ich normalerweise immer vom Kopf aus filme, das ist damit mittlerweile. Vorher waren das so billige China-GoPros, tatsächlich so 30-Euro-Dinger von Amazon. Ja, hab mir gedacht, ich mache doch mal ein qualitatives Update und besorg mir mal was Neues. Noch ein paar Sachen, die ich zu Anfang loswerden will. Erstmal muss ich mich überhaupt mal an die Kamera gewöhnen, das ist komplett neu. Bin gerade am überlegen, ob ich die vielleicht einfach fest irgendwo hinstelle, das wäre doch mal was. Moment, das probieren wir doch mal. So. Nur Schiss, dass das Ding in Abgang macht. Geil. Folgendes. Und zwar sind ein paar Sachen, die ich schon immer mal geklärt haben wollte. Sorry, dass es so lange gedauert hat, bis es dazu kam. Wie ihr hier seht, habe ich schon eine Bosch-technisch relativ gut ausgestattete Werkstatt. Das habe ich meinem Opa zu verdanken, der das alles eigentlich mit der Intention gekauft hat, um mir das mal beizubringen, damit ich das Wissen irgendwann mal habe, weil der nimmt das mit ins Grab. Wer macht sowas heute noch? Also die Bosch-Dienste, die das heute noch machen, ja, freie Werkstätten, sag ich mal, die das Know-how haben, für solche Einspritzpumpen zu überholen, die sterben aus. Und ja, dementsprechend hat mein Opa mit einem glücklichen Händchen das Werkzeug erwerben können und nutzt es halt mittlerweile nur noch als Hobby, und um mir die Sachen beizubringen. Ich benutze die Videos tatsächlich auch für mich, ja, dass ich mir die Sachen konservieren kann. Dementsprechend tut es mir schrecklich leid. Ich meine, ich kriege viele, viele Anfragen von euch für Einspritzpumpen zu machen, und ich würde die auch liebend gerne machen, und es tut mir auch leid für die, die ich noch nicht beantwortet habe. Aber ich mache es nicht kommerziell, ich mache das nur für mich und ich mache es für euch, damit ihr seht, wie man es macht. Die einzigen Pumpen, die ich ab und zu hier habe, das sind tatsächlich Pumpen von Freunden, von Bekannten, von Menschen, die ich wirklich kenne, mit denen ich auch persönlich zu tun habe und die ich auch persönlich schon gesehen habe. Und das ist echt die große Ausnahme, dass ich für die mal eine Pumpe mache. Leider weniger als die Regel. Überleitend davon bin ich gerade dran. Jetzt geht das Vlog nämlich echt los. Ordentlich. Eine Einspritzpumpe vom René zu machen. Im Deutz Forum bekannt als Steel Styler. Der ist momentan seinen Unimog 406. Was ist das? U900. 406 Bauart. Komplett zu restaurieren. Richtiges Geldgrab. Grüße an René. Und hat mir seine Einspritzpumpe geschickt. Mit den Worten, ja, guck mal drüber. Ding war, Motor hat gebläut, Motor lief unruhig, und ja, letzten Endes habe ich auch die Ursachen dafür gefunden, warum das denn so ist. Und jetzt schwenke ich einfach mal rum. Tada! Wie ihr sehen könnt, ich habe schon... Ups, das war die Klappe von der Speicherkarte. Blöde Sau. So. Jetzt kann ich schon damit kinderfreundlich machen. Wie ihr seht, habe ich hier schon die Teile liegen, die Düsen habe ich übrigens auch von ihm bekommen. Und was war jetzt das Problem? Erstmal beim Zerlegen. Na, ihr seht jetzt hier alles schon so schön sauber, aber beim Zerlegen, ich gehe mal hier rüber, als ich den Reglerdeckel abgemacht habe, kam mir der komplette Lagersitz, die Lagerschale, alles entgegen, weil da offenbar irgendwann mal ein Vorgänger, der die Pumpe überholt hat, und die wurde schon überholt, die ist nämlich gestempelt, also das Gehäuse mit Gewalt mit dem Hammer wohl reingetrieben hat. Ja, man sieht hier richtig schön, ich versuche mal hier irgendwie ranzuzoomen, so, ja, dass das komplett rausgebrochen ist. Also normalerweise, ne, hier Gehäuse sieht ja nochmal so aus, ne? Das ist jetzt schon das neue Teil, das ich jetzt mit meinen öligen Fingern versau. Und der Lagersitz, der hier oben eigentlich fest ist, der ist hier einfach komplett rausgebrochen. Hatte zur Folge, dass die Nockenwelle natürlich freies Spiel hatte. Also die hatte auch Nockenwellenspiel ohne Ende. Die konnte dann anfangen und in den Lagern hin und her wandern. Sieht man auch schön.
Da das eine Sechszylinderpumpe ist, hat die natürlich auch so ein Zentrallager, also in der Mitte. Gucken wir gerade, Autofokus. Ah, jetzt. Man sieht hier richtig die Laufspuren, wie die Nockenwelle darin gearbeitet hat. Man sieht auch hier auf der Nockenwelle. Fokus. Na komm schon, ich weiß, dass du willst. Ja, leck mich doch. So, man sieht auch hier richtig schön den Aluminiumauftrag von dem Lager. Also das hier ist hart verchromt und das hier ist Aluminium. Ne? Da hat natürlich das Aluminium verloren gegen den Hartchrom. Und ja, die muss neu. Ne? Hier ist schon die neue. Es ist auch nur ein bisschen Öl dran vom Finger, aber komplett frei. Das hier mache ich noch an der Bürste sauber. Und dann ist die wie neu. Natürlich auch noch neue Lager drauf. Also das sind noch die alten Lager. Ja, ansonsten zur Folge hatte das natürlich, ne, dass die Nockenwelle, wie gesagt, hier freies Spiel hatte. Die konnte da drin hin und her schaukeln. Der Wilfried hat auf seinem Kanal auch ein Video, wo vorne das Frontlager kaputt war an der Pumpe. Hat tatsächlich zur Folge, ich mache mir gerade die Finger sauber, dass ich die Kamera nochmal umbringen kann. So. Hat natürlich zur Folge, dass die Motoren anfangen unrund zu laufen, weil natürlich der Förderbeginn und der Vorhub absolut nicht mehr miteinander übereinstimmen, dadurch, dass die Nockenwelle natürlich eine unterschiedliche Höhe hat später. Ja, bläuen, rauchen, qualmen, unrunder Lauf, das sind so die Folgen davon. Kann also auch an Lagern hängen tatsächlich. Was ich auch noch da habe, sind die Düsen. Hier sieht man leider, also René hat die professionell ausgebaut mit dem originalen Werkzeug von der Bundeswehr. Aber trotzdem, ja, da ist gerade dran, war wohl auch der Vorgänger, die sind an der Seite vermackt. Jetzt wäre mal cool, wenn die Kamera irgendwo mal scharf stellt. Ausscheidekriterium, kommt wieder eine neue. Die werde ich auch noch nachbearbeiten, die muss ich noch feilen. Also die feile ich da oben nach und strahle die da oben noch schön blank, dass das auch ein ordentliches Bild gibt. Und dann natürlich noch neue Düseneinsätze rein, die hier sind fertig. Das sind mehr pissende Düsen als alles andere. Hier sind schon die neuen Einsätze von Bosch. Hat der René freundlicherweise mitgeschickt. Jo, und dann kann ich das Teil eigentlich morgen schon anfangen zusammenzubauen. Dann sehen wir mal, was draus wird. Naja. So wie von meiner Seite. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Dominik. So, das war das erste neue Vlog, direkt aus der Werkstatt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach mal ein Like da. Ans Abo habe ich dich ja schon am Anfang des Videos erinnert. Beim nächsten Vlog, Vlog, wie auch immer man es nennen will, habe ich übrigens vor, so ein kleines Question and Answer zu machen. Also schreib doch einfach mal in die Kommentare, was dir so auf dem Herzen brennt, was du gerne wissen würdest, und ich versuche das einfach mal im nächsten Video unterzukriegen. Das war's dann erstmal von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Dominik.